So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered, nachdem wir in der letzten Folge ja mit diesem sehr geilen Tryhard-Versuch mit nur einem Estus, Ornstein und Smaug zu besiegen, Erfolg hatten. Und Ornstein und Smaug einfach gelegt haben. Beim allerersten Versuch mit diesem Pitzel an Leben sind wir nun in dieser riesigen Kapelle von Arnolondo. Und hier bekommt man eins der wichtigsten Items im Spiel. Der guten, also hier hinter der Tür, wartet jemand auf uns, der eine Kleinigkeit für uns hat. Mit dieser Kleinigkeit ist es uns dann möglich, zwischen verschiedenen Bonfiren in der Welt hin und her zu reisen, von Bonfire zu Bonfire, sodass wir nicht mehr jeden Weg gehen müssen. Bisher ist uns das noch nie so zum Problem geworden, einfach weil wir wussten, wo es lang geht und weil wir relativ gut durchgekommen sind, aber wenn man zum ersten Mal Dark Souls spielt, rennt man sehr oft hin und her und muss immer wieder zum Schmied zurück und gucken und machen. Da ist das Problem, dass man da nicht hin und her reisen kann, noch viel größer als bei unserem Spielstand hier. Aber wir reden erst einmal mit der guten Dame. Ach, ich liebe diese Szene. Chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Das Herrschergefäß. And beseech thee, succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt end this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Das ist unser Ziel. Wir werden der guten Dame mal den Eid leisten. Und kriegen damit den Ring. Okay. Wir geben unser Bestes. Ja, Freunde, jetzt haben wir das Soul Vessel. Mit diesem Soul Vessel können wir uns teleportieren. Und ich werde mich gleich mal, obwohl ich werde mich jetzt mal nicht teleportieren. Wir hatten ja in der letzten Folge vor, uns den Smaug Hammer zu schmieden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob uns das möglich ist. Wir müssen erstmal gucken, ob wir die Seele von Smaug bekommen haben. Ich habe extra zuerst Ornstein besiegt und dann Smaug, damit wir eventuell die Seele bekommen. Henker Smaug. Da ist die Seele. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt richtig Bock, zum Schmied zu gehen und mir diese Waffe zu craften. Denn die macht um einiges physischen Damage mehr. Ich hoffe, dass das Scaling der Waffe auch gut ist auf Stärke. Aber rein theoretisch, ganz ehrlich, was willst du? Noch mehr an Stärkewaffe als diesen riesigen Hammer. Und krass, dass man aus dieser Riesenkeule den Hammer bauen kann. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob man den überhaupt bauen kann, wenn man die Riesenkeule nicht hat. Okay. Okay. Scheiße, was mache ich hier? Oh Gott! Okay, es ist Zeit, sich zurückzuziehen. Ich glaube, wir lassen es einfach. Ich gehe direkt zum Schmied. Über den sicheren Weg. Na gut. Sicher ist auch anders. Oh Gott! Was mache ich? Was passiert hier? Um Himmels Willen! Kann noch mehr schief gehen. Alter! Krass, jetzt ist gerade richtig viel schief gelaufen. Dafür, dass es in der letzten Folge so gut gelaufen ist, läuft es jetzt verhältnismäßig scheiße. So. Dein Fipselchen am Leben stirbt doch endlich.
Drachentöterpfeile. Wir haben auch 65.000 Seelen dabei. So, jetzt habe ich aber wirklich erstmal vor, den Schmied zu besuchen und was, will den Smaughammer herstellen. Ich, wirklich, an den lieben Gonzo, falls du die Folge hier siehst, du kannst mir gerne mal die Frage beantworten. Weil wir hier durch das Ausrüstung umwandeln, die Riesenkeule in Smaughs Hammer umwandeln können. Nötri. Ach du Scheiße, 58 Stärke, Alter. 58 Stärke. Na gut, das überlege ich mir jetzt mal. Ganz arg, weil das ist ja heftig. Das ist ja mehr als heftig. Alter. Ich meine, ich hätte ihn gern. Ich hätte ihn wirklich gern, wenn ich mal dann... Ich meine, wir können es später immer noch machen. Wenn wir so viel Stärke irgendwann mal haben sollten. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Weil das ist jetzt Quark. Das werde ich nie machen, weil wir brauchen dann wirklich 58 Stärke, um das Ding überhaupt tragen zu können. Das Ding hat 28 Gewicht. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das jetzt zu tun. Das machen wir besser nicht. Das ist Blödsinn. Wir lassen die mal auf plus 10. Bei Verstärken können wir die Riesenkeule ja auch nicht mehr. Da brauchen wir, glaube ich, noch irgendeine Klut oder sowas. Den Drachenzahn, den können wir auch noch nicht tragen, ne? Da würde ich sagen... Drachenzahn, da war noch was. Genau, da braucht 40 Stärke. Wir machen das mal... Ah, minus 240, ist auch wieder doof. Wir haben zurzeit halt diese Waffe und die ist auch wirklich die beste. Wir überlegen uns eventuell später mal, was wollte ich gerade sagen, eventuell später die Waffe zu wechseln. Oh Gott. Ich würde jetzt erstmal die Riesenkeule behalten wollen. Und jetzt muss ich direkt mal nachschauen, ob wir durch diese Wand da können, in die Kristallwelt. Die Bibliothek, da wo der Schuppenlose ist. Ich glaube, da mussten wir noch irgendwas anderes machen, um da rein zu können. Bin mir nicht sicher, ob wir Ornstein und Smaug besiegen mussten, um diese goldenen Tore zu öffnen. Irgendwas musste man auf jeden Fall erfüllen, damit man diese verschlossenen Gebiete noch öffnen kann. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, was. Bin ich mir wirklich nicht mehr sicher. Das habe ich irgendwie komplett vergessen. Auf jeden Fall mussten wir den Dämon unten in dieser Höllenwelt da bezwingen. Einmal das und noch irgendwas. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, was es war. Gut, Freunde, ich habe mich eigentlich so auf den Hammer gefreut. Aber das wäre jetzt absoluter Blödsinn, weil wenn wir das machen würden... Gut, dass wir nochmal geguckt haben, was für Stats wir danach brauchen. Hätten wir gar keine gute Waffen mehr gehabt. Die hätten wir erstmal nicht tragen können hier. Und sonst haben wir keine gute Waffe, außer den Drachenzahn eventuell, der aber wiederum kein gutes Scaling hat. Also kommen wir am besten, wir behalten erstmal die Riesenkeule auf plus 10. Bis wir später bessere Statistiken haben. Aber 58 Stärke ist ja fast unerreichbar. Das ist ja abnormal viel. Da muss man ja fast im NG Plus sein, um das zu erreichen. So, trotzdem leveln wir erstmal unsere Stärke. Oh Gott, 38. Wir sind erst bei 38. Gut, dann machen wir Vita hoch und Kondi hoch. 24, 24, 36. Machen wir das mal so. Daran seht ihr, wie lange wir noch brauchen, bis wir so gute Stats haben, um diese ganzen Waffen tragen zu können. Das ist schon echt heftig. Aber jetzt will ich nochmal schauen, inwieweit wir jetzt hier durchkommen. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwas anderes erfüllen. Ich gehe jetzt hier nochmal durch. War denn der Weg? Ach, dahinter. Hm. Hinter dem Kollegen. So, schauen wir mal, ob die Tür jetzt offen ist. Ich glaube es bald nicht. Ne, die ist noch zu. Wir lesen uns mal nochmal durch, was wir hier machen mussten. Ich glaube, entweder Nito töten oder... Ach, ich weiß es nicht mehr. Was standen hier nochmal? Besiege durch die Macht des großen Fürsten Quinn.
Muss man erst Quinn töten, um hier durchzukommen? Nee, oder? Ist doch Quatsch. Ich hab's vergessen. Gut, Freunde. Da wird als nächstes unser neues Hassgebiet kommen. Wir machen als nächstes Neulondo. So wie es der liebe Gonzo mir geraten hat. Wir sollen jetzt Neulondo machen. Als nächstes, ohne die Schlange beim Feuerbandschrein anzusprechen. Okay. Ich werde das mal probieren, Gonzo. Ich werde das mal probieren. Ich weiß noch nicht so richtig, was es bringt. Aber wir schauen mal. Problem, was wir haben. Und zwar ein ganz großes Problem. Wir haben keine Dingenskirchen, oder? Haben wir, na, wie nennen sie es denn? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Dieses Item, womit wir die Geister überhaupt besiegen können, haben wir gar nicht. Scheiße, da hätten wir mal ein paar Seelen sparen müssen. Das war dumm. Wo gab's nochmal diese komischen Hände? Achso, bei dem Händler? Ich glaube, ich weiß wo. Teleportieren uns mal zum Feuerbandschrein. Und gehen mal zu der Händlerin. Die müsste, glaube ich, solche Dinger da haben. Geisterfluch heißen sie. Geisterflüche. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Wie lange wir schon wieder nicht mehr hier waren. Ewig her. Hier sind die kleinen Skeletttypen, die mittlerweile nicht mehr so viel zu melden haben. Ich bin jetzt einfach mal hier durchzurennen. Nein, machen kaum noch Schaden. 12.000 Seelen. Ich weiß gar nicht mehr, was ein Geisterfluch gekostet hat, aber billig waren die Dinger auf jeden Fall nicht. Ich hoffe einfach mal, sie sind einigermaßen erschwinglich. Hoffentlich hat die Händlerin die Dinger überhaupt. Ich glaube irgendwie, das könnte falsch sein. Doch, Wanderfluch, nicht Geisterfluch. Wanderfluch, 4.000 Seelen. Davon kaufen wir uns mal 3. Ich hoffe wirklich, dass das reicht. Weil es könnte sein, dass diese Geister auch Wanderflüche droppen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das Krasse ist, ich muss es euch nochmal erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich war ja schon mal beim ersten Durchspielen, bin ich als erstes in die Katakomben gegangen. Da sind wir bis jetzt. Ach, da können wir übrigens auch hingehen. In die Katakomben. Machen wir aber einfach nicht. Wir gehen erstmal nach Neulondo. Da bin ich als nächstes, nachdem ich da hinten war, in den Katakomben und nicht klargekommen bin, bin ich natürlich nicht hier hochgegangen in das Untoten-Bums. Nee, ich bin erstmal runtergegangen nach Neulondo und dachte mir, warum kann ich die Gegner nicht besiegen? Was ist das für ein Scheißspiel? Das war meine erste Dark Souls-Erfahrung. Ich bin immer einfach straight den falschen Weg gelaufen. Was ziemlich hart genervt hat, aber als ich dann in der Untotenstadt war, ist es natürlich pervers leicht gewesen, weil ich dachte, ach so, hier wird es wahrscheinlich lang gehen. So, Wanderfluch. Ich hoffe wirklich, wir kriegen das Gebiet hin. Ich meine, da unten warten die 4 Könige, ein Boss, den ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Ich weiß noch, ich habe mir, glaube ich, helfen lassen. Ich glaube, ich habe jemanden gerufen bei den 4 Königen, weil ich absolut nicht klar kam. Und das ist ein Gebiet, das habe ich auch nicht mehr so richtig im Kopf. Wie es aufgebaut ist, was da kam, was ich da machen musste. Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe es auf jeden Fall mal probiert gehabt, ohne Wanderfluch. Mit Durchrennen und so. Klappt nicht. Freunde. Klappt einfach nicht. Man kann aber einen kleinen Trick probieren. Ich meine, wir haben jetzt keine Seelen dabei. Wir können ruhig mal sterben. Man könnte mal versuchen, wenn man die Geister fast one-hittet, damit man Zeit spart, viele Geister zu pullen und die dann mit unserer Riesenkeule hier mit einem Hit, mit einem Sprungangriff zu töten. Achso, hier ist ja noch der Typ. Stimmt, den habe ich ganz vergessen.
once an established smith, but look at me now. Can you believe it? Hmm? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escaping. It's safe here. So can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what may be the best in winter. Natürlich, ist auch ein Schmied. Bei dem kann man irgendwas Cooles machen. Den kann man genauso umwandeln. Ach, Zauberwaffen kann man herstellen, genau. Mit Magieschaden. Wir können natürlich nicht viel machen zurzeit. Uns fehlen einfach gewisse Dinge. Ich glaube, ich brauche echt die Glut. Ich brauche die Glut für plus 15. Es gibt irgendwo, ich bilde mir das ganz stark ein, noch eine Glut. Noch eine. Mit der man auf plus 15 gehen kann. Was hat denn da so zu verkaufen? Ein Seelenpfeil und ein, ach hier, den Zauberstab. Den kaufen wir uns einfach mal für später. Falls wir mal zaubern sollten. So, gut, Freunde. Neulondo, was soll ich zu diesem Gebiet sagen? Ich mag's nicht, deswegen machen wir es vor den Katakomben. Wir könnten natürlich jetzt auch die Katakomben, wie gesagt, machen. Darauf habe ich irgendwie noch weniger Bock. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Die geben auch keine Seelen, die brauche ich gar nicht umbringen. Gehen wir mal runter. In dieses wundertolle Gebiet. Panzerbrecher. Ach, guckt es euch an. Es ist so schlimm. Es ist wirklich schlimm, Freunde. Es ist kein schönes Gebiet. Und wir haben drei Wanderflüche. Wir probieren es einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie lange ein Wanderfluch hält. So lange war es nicht. Aber wenn wir keine mehr haben, sind wir angeschissen. Dann geht es uns an die Wurst. So, da ist der erste Geist. Na gut, wir one-hitten die auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass wir unsere Zeit nutzen. Hier ist zum Beispiel noch ein Item. Ich glaube, da hinten liegen sogar Wanderflüche. Da hinten. Ah, hier war noch ein Geist, oder? Auf der. Ja, sind sogar zwei. Man fällt hier sehr schnell runter. Hier muss man echt vorsichtig sein. Ach, hier ist eine Feuerhüterseele, genau. Okay. Wie oft ich hier schon in dieses Wasser gefallen bin. Der Tropfwanderflüche. Man kann die, wie gesagt, bei den Geistern farmen. Das ist auch gut so. Aber man braucht erstmal einen Wanderfluch, um überhaupt einsteigen zu können. So, und hier muss man immer so ein bisschen auf den Boden achten, weil man kann hier an mehreren Stellen runterfallen. Was sehr, sehr ungut ist. Unten. Okay. Wir gehen einfach mal straight weiter. Ja, ist nichts mehr. Weiter geht's. Bin schon mal froh, dass wir die One-Hitten. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass wir die mit einem Sprungangriff nicht unbedingt killen. Geister. Was? Wenn man das mit den Wanderflüchen weiß, ist das Gebiet eigentlich gar nicht so schlimm, aber wenn man es nicht weiß, nervt's hardcore. Sag's euch, wie es ist. Zack. So, den können wir nicht. Den können wir noch nicht aktivieren, richtig? Zack. Das sind doch echt viele Geister. Immer guckt euch das mal an hier. Schlimm, oder? Wieder einer hinter uns. Ach, ist das übel. Moment. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen mich neu finden. Eieiei. Zack. Oh, es lebt immer noch einer. Ich fasse es nicht. Wanderfluch hält immer noch. Wir haben noch 5. Also alles cool. Scheint wirklich ziemlich lange zu halten. Ich dachte, das hält noch ein paar Sekunden oder so. Das sind jetzt auf jeden Fall schon mehrere Minuten. So, jetzt müssen wir hier lang. Unten können wir irgendwo
Irgendwo, irgendein Mechanismus oder irgendwas aktivieren. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Bam. Viel Erfolg. Der hat rote Augen. Noch mehr Wanderfluch. Sehr schön. Erstmal müssen wir uns immer durch diesen Nebel gehen. Gucken wir uns erstmal richtig um. Versuchen alles zu erledigen. Ach, vergessen. Da war noch ein Geist in der Wand. Ein Arschlochgeist. Ah, super. Hast du sogar mit einem einfachen Schlag. Machen wir die One-Hit. Ist schon heftig, wie lange der Wanderfluch hält. Ich habe das ganz anders in Erinnerung irgendwie. So, das. Hier mussten wir, wie gesagt, vorher was aktivieren. Hier sind auf jeden Fall ein Haufen Spieler gestorben. Scheint nicht das beliebteste Gebiet zu sein. Neulondo. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So ein wunderschönes Gebiet. So, wir können jetzt natürlich noch hier runterspringen und durch den Nebel gehen. Wir gehen einfach mal durch den Nebel. Wie gesagt, ich weiß sowieso nochmal so richtig, was genau hier abging. Ach, na eben. Aha. Langsam kommt ein bisschen Erinnerung wieder. Das war auch so scheiße. Hier könnte man noch die Leiter runter. Oh Gott, ich weiß nichts mehr. Auf jeden Fall ganz paar Geister, die wir alle jetzt einfach mal triggern. Oh Gott. War hier noch was? Nee, da ist die Brücke. Wir können, glaube ich, hier runtergehen. Übrigens muss man... Wir brauchen gar nicht nach Neulondo. Ich bin so bekloppt, wir müssen ja erstmal Sif töten. Bevor wir nicht Sif tot haben, brauchen wir ja gar nicht hingehen. Freunde, kompletter Quatsch. Wir brauchen ja noch ein Item. Ich bin vielleicht dumm. Das ist ja richtig hohl gewesen, okay. Freunde, wir haben erstmal ein paar... Scheißdreck. Oh Gott, lasst mich doch in Ruhe. Ist das nervig. Sind diese Gegner nervtötend. Man trifft. Ah, jetzt sind wir tot. Okay. Super, super tolle Folge. Die läuft nicht so toll. Nee, Freunde, aber ganz ehrlich, das waren jetzt 22 Minuten reine Zeitverschwendung, denn wir müssen zu Sif. Wir haben natürlich nicht genug Seelen dabei. Es macht gar keinen Sinn. Wir müssen, wie gesagt, erstmal Sif töten. Das habe ich ganz vergessen. Finstermondgrab. Wo war denn das Finstermondgrab? Schon wieder vergessen. Die tiefen Gemeinde der Untoten. Wie kommen wir denn am besten jetzt zu Sif? So schnell wie es geht. Zu Sif. Gemeinde der Untoten runter, rüber. Das Ding kaufen, den Shortcut freischalten. Könnte man machen. Oder man geht den regulären Weg. Wir machen es mal auf die schnelle Variante. Wir machen es mal auf die ganz schnelle. Ich glaube, ja, so könnte es funktionieren. Ich habe keine Lust auf den langen Weg. Deswegen gucken wir mal, was dieses Ding ja nochmal kostet. Ich glaube, das kostet viel zu viel. 20.000 oder so, ne? Ja, 20.000 Seelen. Die kriegen wir jetzt so nicht so schnell gefarmt. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Freunde, das ist wieder mal eine etwas blöde Folge. Aber wir haben ja hier diese ganzen Seelen. Wir nehmen mal diese 12 Kriegerseelen. Wie viele Seelen sind das? 24k. Dann haben wir die gut investiert. Jetzt kaufen wir uns. Ost ging schon kaufen. Das Astorias Wappen. Gucken wir uns noch diese Kiste, warum nicht?
So. Hier kann man ja, wie gesagt, auch nichts tun. So, und jetzt gehen wir so schnell wie möglich zu Sif und versuchen, den noch zu legen in dieser Folge. Da war die Folge ein bisschen durcheinander. Ich habe Sif komplett ausgeblendet, ne? Weil Sif droppt ein Item, was wir in Neulondo brauchen. Neulondo ist eigentlich so ein Rotzgebiet. Man braucht zwei Gegenstände, Wanderflüche und diesen Ring, den Sif droppt. Das braucht man gar nicht nach Neulondo gehen. Bilde ich mir zumindest ein. Die vier Könige waren doch in Neulondo, oder? Da bilde ich mir jetzt gerade ein. Und Kuf und der Nido war ganz unten tief in den Katakomben irgendwo. Oh. So, jetzt gehen wir hier lang. Jetzt gehen wir zum Bonfire. Und machen uns das Leben ein wenig einfacher, als es eigentlich wäre. Weil rein theoretisch kommt man zu Sif, indem man einen ziemlich langen Weg geht. Und zwar ist dieser Weg bei der Hydra. Man mag es kaum glauben, aber der reguläre Weg zu Sif läuft über die Hydra. So, jetzt setzen wir uns erstmal hier ran. Zack. Damit wir einen neuen Checkpoint haben und machen hier das Tor auf mit dem Astoria-Wappen. Und haben damit sehr viel umgangen, an Weg zumindest. Wir haben ja trotzdem ein kleines Problem, und zwar diese PvP-Idioten hier. Die müssen wir erstmal clearen. Aber das sollte kein Thema sein. Batz, so, zack. Scheiße. Na komm. Wirst du mit deinem dämlichen Seelenfall sowieso nicht. Was macht er denn, der kleine Magier? Ha, so lächerlich. Okay. Zack. Mal den besiegt. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Überblick verloren. Von wo sind wir gekommen? Von dort. Genau. Das ist ja nochmal ein ziemlich weitläufiges Gebiet. Also auf jeden Fall ein immenser Shortcut. Zu einem sehr nervigen Boss. Lass uns den noch besiegen. Mit seiner Banditenaxt. Mit seinem Spinnenschild. Ach, hier ist noch einer. Ja, ja. Das war hier nicht so einfach. Das ist wiederum die Schwierigkeit. An diesem Gebiet. Oh Gott, was mache ich? Ja, kam nicht durch, der Schlag. Die Riesenkeule ist auch so immens lahm. So, jetzt geht's dir in den Kragen. Kleiner Kleriker. Ach, ich wollte mal parryen. Klappt nicht. Parryen klappt nie. Ich bin zu dumm zum Parryen. Hallo, schlag zu. Huch! Schlag mich zu. Jetzt wär's fast schief gegangen. So. Easy. Jetzt müssen wir hier durch. Hier ist auch noch eine kleine Kameradin. Hat mich immer an die Grinsekatze aus Alice im Wunderland erinnert. The legend of Artorias are none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thy respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Okay. Oh, indeed. Thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood.
I command a clan of hunters who track down defilers of the forest groves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh. Nö. But this is thine stubborn choice alone. I cannot enforce it upon thee. If thy mind should be altered, forsooth speak to me once more. Vielleicht irgendwann mal. Aber danach ist mir irgendwie gerade nicht. Ich hab da einfach keinen Bock zu. Hier hinten liegt übrigens noch eine Rüstung, Freunde. Eine sehr geile, wie ich finde. Die ist gut versteckt, muss man ernst ehrlich sagen. Hier hinten. Hier liegt noch eine Truhe. Mit der Steinrüstung. Das habe ich mir gemerkt. Weil ich das total cool fand, das Versteck. So, und jetzt gehen wir direkt zu Sif. Und wir gehen einfach direkt zu Sif. Wir scheißen auf alles. Und probieren, den Sif zu killen. Das ist natürlich eigentlich ein immenser Shortcut. Das ist schon krass, wie übel dieser Shortcut ist. Wenn man jedes Mal den langen Weg geht, wird man irre. Man wird irgendwann irre, weil ganz ehrlich, Sif ist so ein Boss. Der wird sicherlich nicht beim ersten Mal fallen. Der wird auf jeden Fall ein paar Versuche mehr brauchen, aber wir probieren's. Den guten alten Sif zu erlegen. Der könnte fast schwerer fallen als Ornstein und Smaug. Obwohl er vielleicht ein bisschen weniger Life haben sollte, weil den Boss macht man eigentlich vor Ornstein und Smaug, bilde ich mir ein. So, schauen wir mal, ob wir es schaffen. Vielleicht schaffen wir es auch First Try, das wäre natürlich mega geil. Ich glaub's nicht. Hab ein bisschen Schiss jetzt. Ziffer nicht ohne. Der alte Grabwächter. Ach, das ist so ein schwerer Kampf. Ich hab gar keinen Bock. Oh, es geht schon gut los. Nimm doch. Ich muss erstmal einen Fight reinfinden. Oh Gott, der macht ja einen Haufen Schaden. Oh je, oh je, oh je. Oh, 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 oh. Okay, warum macht er so viel Damage, Alter? Ist ja echt nicht ohne. Das ist viel, viel, viel Schaden. Ey, komplett unseren Stamina weg. Das ist hart. Es ist definitiv schwerer als Ornstein und Smaug. Okay, wir haben noch 5 Estus. Nein, wieder nicht getroffen. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Mal schön ausweichen, sollte das. Man trifft ihn nicht, sowas Behindertes. Wir haben schon fast die Hälfte. Ich treffe mit dem Sprungangriff einfach nicht. Gibt's nicht. Okay. Oh komm, ein Schlag noch. Was ist denn los, Sivi? Kannst du nicht mehr? So, Freunde. Sif, first try. Easy peasy. Ich habe ganz schön große Fresse, ich will es aber. Es ist doch echt. Also was die letzten zwei Folgen so abgingen, Ornstein und Smaug First Try, Sif First Try. Das ist schon krass. Es läuft. So, hier liegt noch der Hornissenring. Und jetzt können wir nach Neulondo. Aber das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Wir werden aber jetzt in dieser Folge noch ein paar Minuten dieses Gebiet hier clearen. Aber wir haben 50.000 Seelen dabei. Wenn wir jetzt sterben,
ist nicht ganz so toll. Aber wir werden nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Wir machen das ganz locker von der Hand. Sollte kein Problem sein. Aber hier lag noch Zeug rum. Das sind diese komischen Pilze, die sind auch sehr nervig. Die sind langsam wie Sau, Gott sei Dank, aber die halten so viel aus. Die haben, glaube ich, den höchsten Rüstungswert im Spiel, diese Viecher. Und die machen so immensen Schaden. Wenn die dich treffen, wenn die sind echt lahm und so, guck dich das an. Wie viel der aushält, der Kollege. Ist das normal? Wenn er dich trifft, ist es echt fast ein One-Hit. So, was gibt der an Seelen? 1000. Na gut, das ist okay. Hier ist mir noch eine Truhe, die ich gerne öffnen wollte. Und da liegt die blaue Glut. Okay. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was die kann. Aber wir werden es bald rausfinden. Habe ich nicht gewusst, dass die hier liegt. Habe ich echt vergessen. So, noch drei Estus-Flakons. Und hier wäre eigentlich der reguläre Weg gewesen. Oh, Moment. Hier ist der reguläre Weg. Und hier kommen noch zwei Gegner. Schaffe ich die? Will ich die überhaupt schaffen? Was ist das für ein Wasserfall? Was ist das da für eine Brücke? Wo bin ich gerade raus? So, hier sind noch genau diese guten Gegner hier. Die können sehr nervig sein. Und halten noch sehr viel aus. Das sind zwei davon, von diesen Katzen. Sehr schlimme Gestalten. Aber die will ich gerne noch besiegen. Oh Gott, zu langsam. Ah je. Die kann man schnell mal unterschätzen, die guten. Zack. 2000 Seelen nochmal. Ach, den zweiten lassen wir jetzt einfach weg. Ich will mal noch was gucken, Freunde. Es gibt nämlich, habe ich auch mit dem Simon bequatscht, da wo wir den goldenen Golem besiegt haben, unten bei der Hydra. Da soll es noch irgendwas geben. Aber ich weiß nicht was. Wo mussten wir denn überhaupt lang? Hier hoch, hier rüber. Hier ist man über eine Brücke gegangen, das weiß ich gar nicht mehr. Genau, und dann kommen wir hier runter zur Hydra. Ist das nicht mega geil und mega krass, wie die Welten zusammenhängen? Ich finde das total immer noch beeindruckend. Daran merkt man, dass Dark Souls 1 um einiges geiler ist als die anderen Teile, weil... Einfach nur deswegen geschuldet, weil diese Welten so geil zusammenhängen. Ach so. Kurz den Balance-Ring anziehen. Wo ist er? Hier. Wenn man nochmal hierher kommt, passiert irgendwas. Guck mal, da liegt ein Item. Es war auch so eine Sache, wie sollten wir das rausfinden? Das ist jetzt nur wieder mal ein Tipp von meinem guten Freund Simon gewesen. Dass dann hier noch ein Item liegt. Krone der Dämmerung. Altertümlicher Rock. Okay, das Item ist neu, aber sonst passiert jetzt hier nichts. Jetzt muss ich mir die Ausrüstung mal angucken. Upp, upp. Was ist das für eine Krone eigentlich? Wo ist die Rüstung? Die altertümliche Krone der Dämmerung.
Spezielle Zauberkrone, die Disk. Ach, das ist die Prinzessin-Rüstung. Okay. Ihr Träger wird mit vielerlei Magie gesegnet. Die Macht und Wirksamkeit seiner Zauber erhöht. Der durch Zauberangriffe erlittene Schaden steigt aber ebenfalls. Okay. Gut, dann liegt hier die Rüstung. Alles klar. Haben wir das auch gegessen? Aber ansonsten ist hier nichts, oder? Oh, kann man hier runterfallen? Nee, das war's. Das war es. Die Glut. Ich wollte gucken, was mit der Glut ist. Die war mir komplett neu. Blaue Glut. Ist die für plus 15 da? Nee. Glaube nicht. Da kann man bestimmt irgendeine krasse Zauberei oder sowas machen. Fordliche Glut, blaue Glut, eine Form der Magie. Wird nur. Okay. Wandelt eine Zauberwaffe plus 5 zu einer verzauberten Waffe um. Verzauberte Waffen richten Zauberschaden an und werden durch Intelligenz gesteigert. Okay. Ist jetzt für unseren Charakter erstmal nicht so relevant. Ach, wisst ihr was, Freunde? Wir nehmen jetzt einfach nochmal einen Heimknochen. Aha, wo gehen wir lang? Warte mal, wo können wir langlaufen? Nee, wir nehmen Heimknochen. Wir haben genug. Das wäre jetzt zu weit. Wir haben Sif besiegt. Das ist also der nächste Schritt gewesen. Und jetzt können wir als nächstes ja, Neulondo machen. Wir machen Neulondo. Genau. Aber das, meine Freunde, machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Wir haben heute Sif besiegt. Das ist schon mal ein sehr großer Schritt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, wieder First Try. Muss ich ehrlich sagen. Das ist mir sehr suspekt alles. Wir haben natürlich nicht gelevelt am Bonfire. Wie dumm ich bin. Ich weiß gar nicht, wo in Neulondo ein Bonfire ist. Jetzt muss ich hier mit den 53.000 Seelen. Scheiß drauf. Freunde, ist jetzt egal. Wir haben es gerade voll verrissen. Ich will noch leveln. Bevor wir hier nach Neulondo gehen in der nächsten Folge, will ich noch leveln. Und ich weiß nicht so richtig, wo ein Bonfire in Neulondo ist. Ist in Neulondo überhaupt ein Bonfire? Ich glaube, da unten kann gar kein Bonfire existieren. In der Lore von Dark Souls. Da ist alles zu tot. Da gibt es keine Bonfire. So, entfachen will ich nicht. Ich wollte eigentlich nur aufsteigen. So. Und das ist auf 25. Da mal 30 live mehr. Bessere Belastung. Und es ist eine schöne Zahl. Wir machen es mal auf 25. Den Rest buttern wir dann in Stärke, um noch mehr Schaden zu machen. Das wäre vielleicht mal angebracht, uns anzugucken, was der Hornissenring so kann. Ring verstärkt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn seine Feinde ebenso effizient beseitigen wie sonst einer der Dolche von Ciaran, die Feinde von Fürst Quinn tötete. Krass, okay. Verstärkt kritische Treffer. Vielleicht gar nicht so blöd. Könnte ab und zu mal noch einen kleinen Damage-Boost geben. So, und jetzt wieder zum Feuerband-Shrine. Die zwei Level wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Und jetzt nochmal wurde ich halt die Auswahl. Entweder gehen wir wirklich in die Katakomben oder nach Neulondo, aber ich glaube, wir kehren erstmal Neulondo. In der nächsten Folge. Das Gebiet ist schlimmer als die Katakomben, deswegen machen wir erstmal das. Aber wie gesagt, Freunde, das soll es wieder von dieser Folge für heute gewesen sein. Das war Folge 17 mit Dark Souls Remastered. Eine sehr verwirrte Folge, ein bisschen. Kurz mal in Neulondo reingeguckt, gemerkt, oh, wir brauchen ja noch einen Ring von Sif. Ich meine, brauchen wir gar nicht den Ring von Sif in Neulondo. Ich glaube, die Four Kings, die vier Könige, waren in Neulondo. Und Quinn war am Ende, ach nicht Quinn, Nito war am Ende der Katakomben. Genau. Auch ein sehr krasses Gebiet. Diese dunkle Kacke da. Das wird auch nochmal richtig heftig. Aber mal sehen. Gut, Freunde. Das soll es für heute gewesen sein, wie gesagt. Dark Souls Remastered, sehr schönes Spiel. Ich habe wieder richtig Bock auf das Game. Und ich finde gut, dass wir so gut vorankommen. Dass wir nicht hier ewig an Bossen hängen, finde ich ehrlich gesagt sehr entspannt. Dass wir mit unserer einigermaßen fortgeschrittenen Dark Souls-Erfahrung hier relativ gut durchkommen. Aber da kommen noch ein paar harte Brocken. Ich verspreche es euch. Da kommen noch ein paar harte Brocken. Und ich will ja eigentlich mit euch jetzt in G+, um da ein bisschen PvP zu machen, ein bisschen zu gucken,
andere Waffen auszuprobieren, Zauberei mitzumachen und so weiter. Da habe ich noch richtig Bock zu. Aber erstmal spielen wir das mit einem Stärkecharakter durch das Spiel. Dann haben wir erstmal eine Grundsubstanz. Und ich habe eigentlich Bock, mal einen Dark Souls-Teil, was ich noch nie gemacht habe, ins NG++ zu spielen. Habe ich bisher noch nie gemacht. Will ich aber in diesem Let's Play endlich mal machen, um zu sehen, was kommt da noch? Werden die Bosse so extrem schwerer? Wie sieht das aus? Was können wir noch so für Waffen bauen, machen mit den Seelen und so weiter? Ich habe viel vor mit euch hier bei diesem Projekt. Ich habe da richtig Bock zu. Aber der erste Schritt soll jetzt erstmal sein, das Spiel normal durchzuspielen. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in Folge 18 mit Dark Souls Remastered. Habt doch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.